Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas passiert hier. Es ist ultra früh am Morgen. Ich glaube, ich bin so früh wie ich seit langem nicht auf. Ihr könnt ruhig sprechen dabei. Echt. Unfassbar früh. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so früh aufgestanden bin. Und wir laufen jetzt hier. Was machen wir denn? Ich hab ein Fotoapparat gefunden. Beziehungsweise Ina hat mir den gegeben. Und wir haben eben gerade schon einen Fuchs getroffen. Ja, also unfassbar früh. Ich glaube, wir sind gegen 4 oder so losgefahren hier, um hier hinzukommen. Krass, ne? Natur. Das ist hier der wildeste Wasserfall in Bayern. Der ist nirgendwo eingezeichnet, weil er so gefährlich ist. Das sind nur die Ausläufer, also der niedrigste Ausläufer. Ich bin todesmutig weiter hochgelaufen zu diesem Wasserfall. Ist schon schön. Noch keine Geocaches, aber macht Spaß. Der Rest ist da unten. Da sitzen die anderen. Und ja, ist schön hier im Bayerischen Wald. Der Bayerische Wald hat schon was. Wasserfälle können ganz schön anstrengend sein. Wir haben immer noch keinen Cache gefunden, aber da haben wir das hier im Hintergrund. Das ist, glaube ich, der spektakulärste Wasserfall in ganz Bayern. Man muss manche in der Tour ein bisschen auf sich wirken lassen, habe ich mir sagen lassen. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel heute, wie sonst. Steffi lacht schon. Aber ich rede heute auch sehr viel eigentlich. Wie heißt das hier? Rissloch? Risslochfälle. Risslochfälle. Wir sind hier auf den Risslochfällen. Oder an den Risslochfällen. Soll ich vorgehen, Steffi? Da sehen wir auch noch ein bisschen. Soll ich vorlaufen? Ändert ja nichts. Das ist scheiße. Dass du hier durch musst. Oh. Wir laufen nämlich gerade durch Matsch durch. Oh Gott. Also im Kinderwagen ist hier, glaube ich, schwierig lang zu kommen. Wir haben so eine kleine Gruppe von Kindergärten, von Menschen mit einem Baby entdeckt. Ich glaube, es war ihr Baby. Und die haben halt gefragt, wie man hier am besten zum Wasserfall hochkommt. Und Jürgen sagt, ja, geht mal den Weg da vorne links, das ist der kürzere. Ob die hier angekommen sind jemals? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es sehr. Falls ihr das hier seht, wir wollten euch nicht verarschen, wirklich nicht.
Ja, aber ich würde versuchen, den richtigen Weg zu weiten. Unten oder oben? Ich gehe oben. Unten, da von unten kommt jemand. Von unten kommt jemand? Ja. Ich gehe mal oben lang hier. So. Ach so, wir hätten wirklich unten lang muss, ne? Glaube ich. Guck mal, hier vorne klettert noch jemand hoch. Ich bin nämlich gerade oben lang gelaufen, anstatt unten. Schlau, ne? Da ist noch ein wilder Bach. Da sind auch wilde Bachen in dem Bach. Ah. Irgendwo, ich habe hier wilde Geräusche gehört. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas passiert hier. Das muss man zu lang drin lassen. Schmeckt genial. Wie so eine Pizzaschnitte. Ja. Ja, ja. Am wilden Bach machen wir Brotzeit. Cool. Ne, Jackie? Wow! Au! Au! Wenn jetzt die Antwort gekommen wäre. Ja, nein, komm mal schnell zum Bach hier. Au! Wir haben auch einen Bildungsauftrag, ne? In einem eiszeitlichen Gebirgseinschnitt mit steilen Felswänden stürzt der Riesbach zuteil. Dabei durchquert er in mehreren Kaskaden eine wilde Felsschlucht, die von naturnahen Buchen, Ahorn und Fichtenwäldern bedeckt wird. Das Riesloch mit dem größten Wasserfall des Bayerischen Waldes und einer Fläche von 92,9 Hektar wurde schon 1939 unter Naturschutz gestellt. Ja, der größte Wasserfall im Bayerischen Wald. Genau, ja.